back from the dead. Freitag, der 11. Oktober 2019 und holy shit, was haben wir heute für einen Shop? Ich muss euch den gleich unbedingt zeigen, aber erstmal nicht fishy. Haut ein Geschenk raus. GG Worldplay, dank dir auf jeden Fall fürs Geschenk. Go Home House. Oh, danke dir. Vielen, vielen Dank, denn ich zeige euch jetzt was Krasses. Wir haben was Neues heute drin. Noch ein Geschenk. Edin, hoffentlich gefällt dir das Geschenk. Viel Spaß und viel Glück. Und er haut Welcome raus. Holy shit. Das sind nämlich die beiden neuen Emotes. Es ist nämlich was Krasses im Shop, Leute. Richtig crazy. Wir grüßen erstmal hier am Anfang welche. Und zwar Cutie ist gegrüßt. Zurück aus dem Urlaub. Willkommen, willkommen. Edin ist da. Dann Banana ist da. Nicht Fishy. Danke auf jeden Fall. Und 7 Seconds to Kill ist auch da. COD Mobile, frage mich alle. Habe ich noch nicht getestet. Nee, aber ich werde es auf meinem iPad runterladen und wir werden es vielleicht auch mal streamen zusammen. Schauen wir mal. Also, jetzt erstmal schauen wir in den Shop rein, was alles so neu ist. Also, linke Seite. Wir haben Paradigmen drin. Und holy shit. Das ist ein... What? Eine weibliche Version vom Scientist. Von, wie heißt der auf Deutsch? Vayla? Vayla Skin, glaube ich. Das ist ja auch Englisch, aber... die kommt mit 10 verschiedenen Versionen. Part of the 7 Set. Das ist das, worüber er übrigens gesprochen hat in den Recordings, falls ihr es mitbekommen habt. Ansonsten schaut gerne mal meine News-Videos. Das ist nochmal alles aufgelistet. Kommt natürlich mit diesen ganzen Emotes auf dem Helm sozusagen. Weiße und dunkle Version. Die ist nice. Die ist nicht schlecht, oder? Muss man schon sagen. Eine weibliche Version. Hammer, finde ich cool. 1200 V-Bucks. Crazy. Leute, aber heute geht's noch weiter, denn ihr habt vielleicht heute den Trailer gesehen. Wenn nicht, den werde ich heute nochmal in mein News-Video reinpacken, was nachher kommt. Da ist ein crazy Trailer mit Tomaten aufgetaucht. Also weiter geht's mit Magnus, der ist wieder drin. 2000 V-Bucks, 232 Tage her. Was ist los heute mit dem Shop? So selten, unglaublich krass. 2000 V-Bucks, 232 Tage her. Genau, natürlich wie seine Forbearer-Axt für 800. Richtig nice, also cooler Wikinger am Start. Und die Tomate ist am Start, denn da gab es heute einen richtig geilen Trailer, wie gesagt, der absolut nice ist. Kommt natürlich in zwei verschiedenen Varianten, die wir uns einmal angucken können. Einmal die man freischalten kann. Wer sich noch erinnert an den Tomato-Tempel, richtig nice. Also 1500 V-Bucks war zuletzt drin vor 142 Tagen. Genauso wie Axaroni. 800 V-Bucks. Und Night Slicer für 800 V-Bucks. Ist so die Heavier-Version sozusagen davon, mit Doppelklinge, muss man sagen. Und Extra Cheese für 1200 V-Bucks. Ebenfalls 142 Tage her. Wie gesagt, dass das Set das letzte Mal im Shop war. Richtig crazy. Rio Grande ist drin für 1200 V-Bucks. Die kommt auch in zwei verschiedenen Styles. Einmal so, einmal ohne Hut. Vor 31 Tagen das letzte Mal drin gewesen. Also Cowboy ist auch am Start. Bullseye ist drin für 800 V-Bucks. Auch ein richtig geiler 800er Skin, den man sich gönnen kann. 21 Tage her, glaube ich. Ne, 29 Tage her, sorry. Und dann haben wir die beiden Emotes neu drin. Einmal Go Home. Also, leave us alone, geh wieder nach Hause, wir wollen dich hier nicht. Oder einmal, wir welcome us, show us the way, also zeige uns den Weg. Oh, das ist natürlich krass. Ich bin immer für neue Sachen, deswegen show us the way wäre schon nice, da wäre ich für. Das heißt also, wir werden wahrscheinlich so eine Art Sache wieder haben, wo wir anfeuern können, abstimmen können, dann zu dem Event. Das ist schon ein geiler Teaser, muss man sagen. Richtig, richtig nice. Holy shit, danke euch beiden nochmal für die Geschenke. Finde ich nice, dass ihr mir die beiden Sachen geschenkt habt. Dann haben wir Pizza Party drin für 200. Also wer Pizza Party nochmal holen will, richtig nice, ist ja auch eine coole Sache. Und dann haben wir Praise the Tomato drin, ne? Was ich übelst, übelst nice finde, 500 V-Bucks. Platsch ins Gesicht rein, richtig nice. Also Pizza Party ist jetzt drin gewesen vor 17 Tagen und Praise the Tomato, Leute. Haltet euch fest, kurz einmal hinsetzen, anschnallen. Ja, seid ihr alle angeschnallt? Habt ihr euch hingesetzt und so weiter? 357 Tage her, Praise the Tomato. Holy shit. Richtig crazy. Also, sehr seltene Sachen drin. Was Überraschendes drin, was ich finde. Da geht auf jeden Fall mal ein Highlight raus an die gute Dame vom 7 Set. Richtig nice. Also könnt ihr gerne mal reinschreiben, was euer Highlight ist. Und vor allem, was ihr im Shop geben würdet. Ich gebe dem Shop heute tatsächlich mal eine 7 von 10. Ich finde den neuen Skin nice. Wir haben seltene Sachen drin. Und Go Home und Welcome sind natürlich krasse neue, ich sag mal, Teaser in die Richtung, wo es jetzt bald gehen wird. Denn denkt dran, heute ist Freitag. Das Wochenende fängt an. Alle tief durchatmen. Wir haben am Sonntag ein geiles Event. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, Fortnite geht wieder richtig ab. Deswegen, wie gesagt, mein Highlight geht raus an die junge Dame da drüben. Vielleicht auch alte Dame, wer weiß. Und 7 von 10 bekommt der Shop. Schreibt gerne mal rein, was ihr dem Shop geben würdet und was euer Highlight ist. Vergesst beim i nicht abzustimmen. Wie immer, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da. Lasst gerne ein Sub da. Unterstützt mich gerne mit dem Creator Code, wenn Snipes. Dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.